Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Ja, meine letzte Aufnahmesession ist schon eine ganze Weile her, schon ich glaube 2 Wochen oder so. Das lag daran, dass mein PC ein kleines technisches Problemchen hatte mit der Hardware und ich ihn zu meinem PC-Doktor bringen musste. Und zwar war die Lüftung vom Netzwerk oder so, ne, irgendwie kaputt und einfach abgebraucht, weil der PC schon 4 Jahre alt ist und so. Und in den letzten Wochen und Monaten, sagen wir so, in den letzten Jahren, seit ich YouTube mache, in den letzten 2 Jahren, war er eigentlich schon fast 24 Stunden im Betrieb täglich. Und das hat eben auch dazu geführt, dass diese Belüftung für das Netzteil da kaputt gegangen ist. Das Ganze ist aber nicht so schlimm gewesen. Ich musste nur auf die Lieferung des neuen Teils warten. Und Costa Quanta war es auch nicht so schlimm. Das Teil hat 50 Euro gekostet. Also ja, ist im Rahmen, ist alles gut. Jetzt läuft er wieder wie geschmiert, schön leise und sanft arbeitet er vor sich hin und ich bin am Überlegen, welches Glas mir jetzt am besten gefällt. Ich habe mich, glaube ich, für das hier entschieden, ne? Weil es doch ein bisschen hölzern wirkt, aber halt nicht der gleiche Farbton ist wie dieses Holz hier, ne? Aber es ist eh wurscht eigentlich. Ich glaube, ich werde echt das hier nehmen. Das heißt, ich muss das andere kaputt schlagen, ne? Also so umtauschen kann ich es wahrscheinlich nicht, oder? Ach so, doch, man könnte es umtauschen. Okay. Na dann, würde ich sagen. Ach du Heilige, was waren das denn jetzt für eins? Ich habe das nämlich schön sauer vergessen. Stahl, was nicht, Stein, was auch nicht. Glasschiefer? Was das? Ich probiere es jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung. Ist das so? Aha, da macht er irgendwas, oder wie, ne? Da schießelt er mir irgendwas zusammen. Ach, ich kann so lange drücken, bis es mir passt, sozusagen. Aha. Oh Gott, da gibt's schöne Dinge. Da gibt's echt schöne Dinge. Nutze ich ihn denn jetzt jedes Mal ab? Wahrscheinlich auch, ne? Boah, da bin ich echt gerade am Überlegen. Ob man sowas, das hier für den Rand nehmen, ne? Damit es auch ein bisschen ausschaut wie so ein Rahmen, ne? Und eben das andere Glas wird dann eh so durchgehig. Verstehst? Durchgehig. Durchgängig gemacht, so wie hier, ne? So. Zack. Schaut, wird das schöner schauen? Ich probiere jetzt einfach mal. Vielleicht kriege ich das so. Warte. Aber am einfachsten wäre es wahrscheinlich. Ja, schaut das gut aus? Langsam. Warte. So. Wird das gut ausschauen? Ich probiere es einfach mal. Ich mache das einfach mal ganz stur. Vielleicht hat es ja. Vielleicht gefällt es euch auch. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare oder so schreiben, was euch denn besser gefallen würde. Aber ich glaube, so hässlich schaut das gar nicht aus. Hat irgendwas Besonderes. Ich werde dann auch natürlich die Fensterscheiben bei unserem schönen Häuschen da drin auch ein bisschen anpassen. Warte. Und dann schließlich nochmal schnell die restlichen Glasblöcke zu dem hier und dann müsste es schon passen. So. Und einmal noch. So, tada. Ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus. Ich lasse es mal so. Ganz stur. Da. Kommt das mal? Ah, jetzt. 30 Jahre später. Wow, langsam. So. Da.
Wobei das Rote halt auch schön ausgeschaut hätte. Ist es schon das? Ja, ich glaube. Ich sehe es hier etwas schlecht. Ich glaube ja. Oder? Nicht ganz, ne? Warte mal. Blub. Oder jetzt doch gepasst? Warte mal. Da, da. Jetzt. Jetzt passt er. So. Ah ja. Da, 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 da. Da. Warte, ich gehe ein bisschen zurück. War langsam. So. Schön machen, bitte. Nanu. Hoppala. Was mache ich da? So. Aus Versehen die Schere benutzt. Mit der Schere kann ich nicht schießen. Ja. So. So, gleich haben wir's. Und. So. Jupp, der Schießel wird kaputt, wenn ich das immer so mache. Super. Das ist ganz fein, Zocki. Naja, was soll's, bevor ich das Glas dann nochmal machen muss, denke ich mal, machen wir es so. Ist ja wurscht. So, das machen wir auch noch schön. So. Ist ein bisschen doof, das Ganze zwar jetzt gerade, aber. Hä? Ah, hier, jetzt haben wir es. Da, dauert ein bisschen. Ja, ich weiß. So, gleich haben wir es. Ich hoffe, ich habe noch Eisen. Ich glaube, zwei Stück haben wir noch, ne? Wenn ich mich dunkel erinnern kann und du. Da, müssen wir noch ein kleines bisschen haben. So, gleich haben wir's. Zack. Und dann nochmal. Ja, das ist tatsächlich ein anderes, ja. Da. So, jawohl. Boah, ich hoffe, das schaut toll aus. Ich bin gespannt, wie es dann im Endeffekt ja, ausschauen tut. Warte. So, rechte Maustaste, genau. So. So, mein lieber Scholli, ich glaube, das war's, ne? Schauen wir doch gleich, ob das richtig ist. Was? Na, ich habe schon wieder Hunger gehabt. Ah, hör auf. Jetzt spiele ich 2 Wochen wieder nicht, ne? Und was passiert mir wieder mal als erstes? Ich verrecke. Scheiße. Okay, Herrschaftszeiten. Ja, hör auf zu lecken. Sei lieb. Ja. Und wieder haufenweise Schlamm. Lehm, Leim und so weiter. Ja, grummel nur durch die Gegend. Ach, Käse. Aber ich merke gerade, ich habe wahrscheinlich die Baumkrone zu hoch gemacht, ne? Oben beim Ausguck. Das schaut eventuell etwas komisch aus, glaube ich. Da müsste ich noch etwas Laub nachbauen. Also nach unten halt, ne? Wenigstens äußerlich. Aber das habe ich eh schon befürchtet gehabt. So. Hüpf. Hüpf, hüpf. Ja, das ist noch so ein Kasperl. Ja. Grummel, grummel, grummel. Wah. Wah, wah. So, langsam. Ruck und hoch. Jawohl. Und schon sind wir wieder in Sicherheit. Mann, ey. Entschuldigung, ich werde gleich mal essen und so, ne? Ich vergesse das eh wieder. Schmatz, schmatz, schmatz. So, wie schaut es eigentlich hier aus? Wächst hier noch was? Oder ist hier schon alles in den Streik getreten? Die Gürkchen da hinten, sind die schon fertig? No. No. Nein. Das heißt, es wird bald wieder was zum Fischen geben, ne? Also das werden wir bald machen müssen, so muss ich sagen. Ja, klappt, das schaut nicht so schlecht aus. Alter, ich muss aufhören zum Verrecken, das gibt's ja nicht. Immer dasselbe mit mir, fürchterlich. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Was ist das eigentlich? Achso, der Seehafer. Der nur als gelber Farbstoff dient. Okay. Ach, Herr Jemine. Zocki, zocki. Nee. Das wird nix. So.
die Hackespitz, den Sand. Ach ja, stimmt. Da muss ich auch glatt mal in den Ofen schauen, ob wir hier noch etwas Sand drinnen haben, um daraus Glas zu machen. Ja, Matschiziegel, jawohl. Und ein paar Äxte noch. Ich tue jetzt einfach mal durcheinander, ist eh wurscht. So, rein damit. So, ich habe eh so viel zum Essen und ich habe wieder drauf vergessen. Es ist zum Mäusemelken. So, runter damit. So, nochmal. Na, geht ja nicht mehr. So, Herrschaftszeiten, echt. Ja. Das ist halt so mit mir. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen, meine Lieben? Das Glas muss kaputt. Putsch. Warum eigentlich? Also die Scheibe müsste doch eigentlich sich da anpassen, oder? Oder? Hä? Ist das normal? Das sollte aber nicht sein, oder? Normal sollte doch hier. Ach so, das ist so, wenn sie diese Form geschisselt hat, quasi, eventuell. Warte mal. Aha. Na, da stimmt was nicht. Das sollte eigentlich nicht passieren. Interessant. Verdammt, ich glaube, ich muss die Scheibe einhauen. Warte mal. Da stimmt was nicht. Da ist was komisch. Wir haben eh noch genug Sand. So, ich hau das mal weg. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Warte. Ich schau mal kurz in den Ofen rein. Warte, da eventuell gibt es hier was zu futtern für uns. Supi. Ofen, Ofen. Glas. Prima. Das nehmen wir gleich mal mit. Und hauen nochmal die nächste Partie Sand rein. Ja, ich bin entrüstet. Tap, 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 tap. Vielleicht sollte ich auch zuerst den Rahmen fertig machen. Vielleicht ist es dann besser. So, so und so. Und dann muss ich das noch irgendwie hinbekommen, dass wir so ein schönes Dach zusammenkriegen. So, warte, ich hau mal das Holz hier weg. Holzi, Holzi, Holz. Wusch. Sehr gut. So, das nächste Glas. Zack. Zack und zack. Und hier auch. Hier machen wir auch selbstverständlich alles Glas. Ist klar. So, weg damit. Blub, blub. Blub, blub. So. Normalerweise braucht ein Gewächshaus eigentlich auch eine Türe. Das müsste ich da aber auch. Warte, das muss ich noch umändern. Da muss ich die Holzblöcke nämlich nach oben stellen quasi. Warte mal. Also, wo haben wir sie denn? Hier, ne? So, genau, dass es nach oben schaut. So, dass es immer schön gleich ist. So, eins, zwei. Okay, warte mal. Eins und zwei. Schaut, da ist auch dasselbe. Total komisch. Normal sollte es ja automatisch anschließen hier, ne? Da komme ich jetzt gerade echt nicht mit. Ich mache das mal komplett kaputt. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Das muss ich mir dann anschauen. Komisch, echt. So, dann zack, 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 zack und zack. So, das hätten wir schon mal. So. Ah ja, stimmt. Und da unten wollte ich. Aha, stimmt, ja genau. Da wollte ich auch so einen Rahmen noch machen. Wo ich aber schon wieder am Überlegen bin, ob das so schlau ist, aber ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Das kann man schon so machen. Warte, da muss das hier noch weg. So, zack, zack und zack. Was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse. So, ich schieße inzwischen mal wieder. Und zwar.
Und zwar. Was? Ich hab's kaputt gemacht? Warum? Das war so ein Bastlerglas oder was, keine Ahnung, ne? Wobei das stabiler wäre. Wieso ist das jetzt kaputt gegangen? Frechheit. Billig. Einfach nur billig. So. Na, ich habe überble. Nein. Scheiße. Okay, ich darf nicht zu schnell drücken, ne? Wenn ich zweimal hintereinander drücke, zu schnell, glaube ich, dann zerbricht das Glas, okay? Ja, das muss man halt auch, ne? Muss man auch wissen. So, also schön langsam, schön geschmeidig. Lass dir Zeit. So. So. Passt. Dann gehen wir wieder auf unser schönes Glas. So. Da da. Da da. Da da. Das muss ich auch wieder kaputt hauen. Das passt ja auch wieder nicht. Frag mich nicht, warum, ey. Total komisch. Das sollte eigentlich schon sich hier da anschließen. Eigentlich. Naja. Schaut das toll aus? Oder schaut es so besser aus? Wird so besser ausschauen, ne? Wenn hier das ganze Glas wäre. Aber andererseits müsste ich das da unten fast machen, weil hier kommt ja dann eine Reihe Wasser, ne, so im Eck, so ums Eck herum, und dann davor eben die Erde. So habe ich es mir halt gedacht. Dann bräuchte ich nämlich schon noch diese Wand hier. So, ich hau das mal weg. Was wollte ich ankündigen? Stimmt. Ja, ich habe ja seit Montag, bin ich ja wieder bei der Arbeit. Jo, und das bedeutet, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, Videos aufzunehmen, ne? Ja, und deshalb dachte ich mir, ich mache jetzt einfach Samstagabend, so wie es eben jetzt gerade der Fall ist, mache ich eben die Vorproduktion für eine Woche und habe mir gedacht, ich mache einfach so, jeden Tag ein Video wird hochgeladen, entweder einmal Minecraft oder einmal Risen 2. Und Minecraft so lange, bis der 11. April da ist. Weil dann kommt Yooka-Laylee und das möchte ich von Herzen gerne let's playen. Und ja, da dachte ich mir eben, ich werde damit Minecraft ein Päuschen machen. Voraussichtlich bis in den Herbst hinein. Bis dann eben meine Saison zu Ende ist als Gärtnerin und dann fange ich wieder ganz intensiv mit dem Let's Playen an. Wenn es passt, werde ich wieder 4 bis 5 Spiele machen, bis eben dann meine Saison wieder beginnt. So. Wann das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall noch vorm Winter. Und ja, das mal zu dem. Ich will schisseln. Nein, ich will nicht bauen, ich will schisseln. Ja, ich muss schon das auch ausrüsten. Hallo? Meine Güte, Zocki. So, das war jetzt da. Ich glaube, der hier, ne? So. So, was tut das jetzt? Warte kurz. Jo. So, Entschuldigung. Wieder mal alles verkehrt gemacht. Hihi, haha, hoho. So. So. Dann, ich hau die weg. Ich bin so verschwenderisch, ich leiste mir das jetzt einfach mal. So. Damit ich diesen Schisselding ein bisschen sparen kann. So. Ich werde auch die Scheiben da drin nochmal zusammenschlagen und werde einfach, ja, neue Scheiben basteln. So. Apropos Scheiben. Ich brauche noch mehr Glas. Und da oben seht ihr, ne? Da bei diesen Holzsäulen werde ich noch ein bisschen Laub noch anbringen, damit das nicht so hoch wirkt. So, wie schauen wir da aus? Jawohl, schönes Glas. Super. Dann noch die Werkebank. So, jo. Also wie gesagt, so ist mal mein Schlachtplan für dieses Jahr, für die nächsten Wochen, sag ich mal. Jo. So. So. Und
So, lala. Dann baue ich mal nur eine dahin. So. Dann wieder das Schüsselding. Dann wieder so. Und jetzt muss ich mir die schönste Scheibe aussuchen. Ne? Das war das die hier? Randlos? Ich glaube, randlos war sie, ne? Dafür hatte ich mich letztes Mal entschieden. Glaube ich. Da habe ich jetzt keine Ahnung, ob das jetzt randlos ist. Ach so, ist das mit randlos gemeint. Warte. Dann wird nochmal geschisselt. Ach so. Oje, Madonna. Und was ist dann das hier? Blasige Glasscheibe. Da werde ich es mal mit der hier probieren. Aha. Okay. Dann warte mal. Dann hätte ich die gar nicht weghauen. Ah, hoppla. Nicht weghauen brauchen. Oder doch? Irgendwas ist da komisch. Das sollte eigentlich so unnütz sein. Das ist immer so weit herinnen, ne? Ist das ein Bug oder bin ich einfach nur doof? Das ist echt komisch. Oder klappt das vielleicht gar nicht Glas an Glas? Das könnte auch sein, dass er das gar nicht mag. Das könnte natürlich auch die Möglichkeit sein. Dann geht mein Plan hier aber nicht so gut auf, wie ich das gehofft hatte, mit meinem Glashaus. Das wäre jetzt aber echt eine blöde Geschichte. Oh, und der Part ist auch schon zu Ende. Ja, das mit dem Glas ist nicht so schön. Ich mache dann im nächsten Part noch schnell eine Probe, ob das von Holz auf Glas besser passt. Wahrscheinlich, ich befürchte es. Was mir aber doch irgendwie total unlogisch vorkommt. Aber naja, wir werden schon dahinter kommen. Ihr Lieben, das war's leider wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!